Mr. Leeds. Sehr geehrte Frau Präsidentin, dieser Haushaltsentwurf ist für den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wichtig, weil er auf die neuen internationalen Herausforderungen eingeht. Wir müssen die aktuellen Konflikte in Afrika, in Syrien und im Irak und die damit verbundenen Flüchtlingsströme auf humanitärer, entwicklungspolitischer und außenpolitischer Ebene europäisch angehen. Die EU muss bei der Bewältigung der katastrophalen humanitären Situation stärker reagieren. Ich habe mich für die SD-Fraktion dafür eingesetzt, dass mindestens 26 Millionen Euro für die Bildung von Jungen und hervorzuheben auch Mädchen in den Flüchtlingslagern fließen. Damit wollen wir einer sogenannten verlorenen Generation vorbeugen. Dass das nicht reicht, zeigen die vielen zusätzlichen Fonds, die derzeit von der EU aufgelegt werden bzw. auch kofinanziert werden. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten endlich ihre Anteile klar benennen und ohne Verzug auch einzahlen. Dazu gehören der neue Afrika-Fonds der Kommission zur Bekämpfung der Fluchtursachen in einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro sowie der Madad-Fonds für die Bewältigung der syrischen Flüchtlingskrise, der auf 1 Milliarde aufgestockt werden soll. Herzlichen Dank.